Hallo liebe Legespielfreunde, heute zeige ich euch das Spiel Gemblow aus dem Schmidt-Spiele Verlag. Ein Spiel für 1 bis 6 Spieler ab 8 Jahren mit einer Dauer von gerade mal 20 Minuten. Als erstes zeige ich euch wie immer, was findet ihr in der Schachtel an Spielmaterial, wie baut ihr das ganze Spiel auf und dann erkläre ich euch die Regeln anhand einer kleinen Beispielrunde. Und jetzt viel Spaß mit diesem Video. In der Spielschachtel finden wir folgendes Spielmaterial. Zum einen eine mehrsprachige Anleitung. Die eigentlichen Spielregeln passen auf diese beiden Seiten. Dann haben wir ein Spielbrett. Und für jeden Spieler gibt es ein Säckchen mit farbigen Steinen. Mehr ist in der Schachtel auch schon nicht drin. Und somit können wir auch gleich mit dem nächsten Video weitermachen, bei dem ich euch den Aufbau erkläre. Der Aufbau geht sehr einfach. Jeder Spieler nimmt sich einen kompletten Satz Spielsteine in seiner Farbe und legt diese vor sich ab. Und je nach Spieleranzahl wird von dem Spielbrett nur ein Teil benötigt. Spiele ich mit 6 Spielern, so wird das komplette Spielbrett bespielt und der erste Stein, der angelegt werden muss, ist einer hier immer an der Ecke. Das heißt, jeder Spieler muss in einer Ecke anfangen und diese überdecken mit einem Stein. 5 Spieler haben eine ganz besondere Regel. Da wird dann das 6. Säckchen genommen und in der Spielanleitung ist ein Aufbau angegeben, wo diese Steine platziert werden müssen, um eine Blockade schon mal zu errichten. Bei 4 Spielern sind die Startfelder mit einer 4 markiert, steht eine 4 drauf und gespielt wird dann auch nur auf den Blümchenfeldern und diesen markierten Feldern, alle wo nichts drauf ist, ansonsten werden nicht bespielt. Bei 3 Spielern haben wir hier die markierten Dreierfelder als Startpunkt und es wird nur auf den Blümchenfeldern gespielt. In dem Fall haben wir jetzt nur 3 Spieler, das heißt wir bespielen nur die Blümchenfelder. Und jetzt erkläre ich euch im nächsten Video, wie die Züge aussehen und später dann im Video zeige ich euch in einer kompletten Spielrunde, wie das ganze Spiel funktioniert. Der erste Spieler beginnt einfach einen seiner Steine anzulegen. Also wie gesagt, eine 3 muss in dem Fall überdeckt werden. Und dann legen wir mal den ersten Stein hier rein. Und dann ist einfach der Reihe um der nächste Spieler dran, der legt halt dann hier unten zum Beispiel seinen ein und der Spieler legt seinen hier. Jetzt ist der grüne Spieler wieder an der Reihe und um einen neuen Stein einzulegen, muss ein Feld Abstand gelassen werden. Das heißt, ich darf meinen nächsten Stein nicht direkt an meine schon bestehenden dranlegen. Ich muss ein Feld dazwischen Abstand lassen. Der Abstand kann einen Stein betreffen, indem ich es sowieso hinlege, dass nur hier der Abstand ist. Ich kann aber auch den so hinlegen, dass hier mehrere Steine im Abstand von 1 sind. Hauptsache ist, ein Feld ist Abstand. Jetzt wäre dann der rote Spieler wieder dran, der würde das gleiche machen und versuchen hier hinzulegen. Und dann kommt der gelbe Spieler und macht etwas Ähnliches. Wie gesagt, ein Feld muss Abstand sein. Der Rest ist egal. Hauptsache es werden auch keine falschen Felder überdeckt, also so dürfte ich nicht legen, weil hier hätte ich jetzt 3 Blumenfelder bedeckt plus 2, die nur für 6 Spieler sind, das heißt das darf ich nicht legen, da muss man aufpassen, auch die anderen Spieler ein bisschen. Und somit nähern sie sich jetzt gegeneinander an und können anfangen sich gegenseitig zu blockieren. Ziel des Spiels ist es grundsätzlich, alle seine Steine auf dem Brett unterzukriegen. Sollte das ein Spieler schaffen, hat er das Spiel sofort gewonnen. Ist ein Spieler so weit raus blockiert, dass er nichts mehr machen kann, so spielen die anderen Spieler noch das Spiel zu Ende. Und gewonnen hat, wie gesagt, dann der, der am Schluss, wenn nichts mehr zum Legen wäre, einfach noch am wenigsten Steine übrig hat, das heißt die meisten Steine auf seinem Brett untergebracht hat, hätte dann gewonnen. Ich zeige jetzt noch kurz die Blockierregeln. Zum Blockieren müssen sich die anderen Spieler natürlich über das Feld mir angenähert haben und auch im Wesen ihrer richtigen Spielzüge
legen. Ich lege jetzt einfach mal einen kleinen Aufbau kurz hin und sage jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt das hier belegt und der Rote nähert sich einfach meinem Spielgeschehen und schafft es, weil er hier irgendwie rangekommen ist, hier zwischen Reihen einen Stein zu legen. Somit wäre jetzt dieser Weg hier rüber blockiert. In dem Fall ist es kein Problem, weil ich habe hier schon einen Stein. Hätte ich jetzt hier noch keinen Stein, dürfte ich diese beiden Felder nicht nutzen, weil diese eben durch die roten blockiert sind. Das heißt, ich dürfte hier nicht rüber. Auch hier dürfte ich nichts hinlegen, dürfte ich nicht rüber. Hier unten den einen könnte ich doch tatsächlich noch mit einem Einserstein belegen, den man hat. Ansonsten müsste ich mir hier oben eine Ausweichroute suchen und zum Beispiel hier oben jetzt anlegen, dass ich das hier nutze. Oder auch hier könnte ich noch anlegen, weil hier auch ein Loch dazwischen wäre. Sollte auch noch ein zweiter Spieler daherkommen und mir weitere Wege blockieren, sagen wir mal so, dann hätte ich natürlich ein Problem, hier komplett weiterzulegen. Darf ich aber, weil ich ja das in dem Fall, wenn mich mehrere blockieren, überspringen darf. Und zwar ist genau diese Linie, in denen sich die beiden Feinde treffen, dann benutzbar. Das heißt, diese Linie zwischen dem gelben und dem roten Stein, also dieses Feld hier drüben, wäre dann für mich nutzbar, wenn mehrere mich gleichzeitig blockieren. Genau, das sind im Endeffekt die Blockaderegeln. Man kann also schön den anderen versuchen einzukasteln, dass der eben nicht weiter sich ausbreiten kann. Und wie das Ganze im laufenden Spiel funktioniert, zeige ich es einfach in einer kompletten Spielrunde. Wir fangen mit dem grünen Spieler an. Der setzt seinen ersten Stein. Am besten natürlich immer erstmal die größeren Steine loswerden und unhandlichen hier auf die 3 ein. So darf er nicht. So darf er. So, dann kommt der rote Spieler. Der nimmt sich diesen Stein und legt den hier auf die 3. Und der gelbe Spieler nimmt sich auch einen großen Stein und auch den legt er hier auf die 3. Dann ist der grüne Spieler wieder an der Reihe, nimmt sich den nächsten Stein, sagen wir mal diesen, legt den ein Feld Entfernung hin. Hier ist ein Feld dazwischen. Oder sagen wir mal, wir legen andersrum hin. Wir arbeiten uns also schon mal in die Richtung des anderen Spielers, um da vielleicht Blockaden aufzubauen. Dann ist der rote Spieler an der Reihe. Der, sagen wir mal, legt seinen Stein hierhin. Man muss ja auch Platz sparen, bauen. Und der gelbe Spieler wandert mal in Richtung des roten Spielers rüber, indem er hier auch einen freilässt. Dann ist grün wieder an der Reihe und der versucht es einfach mal hier unten vielleicht ein bisschen Platz zu nutzen. Sagen wir mal, legen wir mal so rein. Hier. Dann der rote versucht auch bei sich ein bisschen Platz zu nutzen. Legt hier unten ein. Und jetzt kann der Gelbe schon mal eine erste Blockade aufbauen, indem er sagt, ich lege hier ein. Ein Feld Abstand und blockiert dem Roten hier schon mal das Weiterkommen. Also hier könnte der Rote jetzt nicht mehr einlegen. Der Grüne ist da unten noch momentan relativ allein gelassen. Der kann hier in Ruhe vor sich hin basteln und legt einfach mal den nächsten Stein hier ein. Das gefällt dem Roten natürlich nicht sonderlich, dass der da nichts an Problemen hat und kommt hier mal in die Nähe. Und der Gelbe denkt sich auch, du Roter, brauchst mal einen Dämpfer und auch ich komme hier langsam in die Nähe runter. Dann ist der Grüne wieder dran und lässt sich davon aber nicht beeindrucken. Wo darf er denn noch hin? Die darf er nicht legen. Denkt sich einfach, vielleicht blockiere ich doch dann schon mal ein bisschen unseren Freund, den gelben aus. Nehmen wir mal den Stein. Schauen wir mal. So vielleicht. Somit habe ich das schon mal komplett blockiert, weil er nicht in einem Feldabstand bauen könnte. Rot ist an der Reihe und blockiert natürlich ein bisschen den grünen Spieler.
Indem er zum Beispiel hier einlegt. Der gelbe Spieler ist natürlich da auch nicht sehr erfreut darüber, was der andere macht. Und schaut mal, ob er hier irgendwo in einem Entfernung hier blockieren kann. Der grüne Spieler ist an der Reihe. Macht sich's mal. Na wohl, eigentlich könnte er ja auch versuchen, ein bisschen den roten zu blockieren, indem er jetzt hier einlegt. Dann der rote, dem gefällt das jetzt gar nicht, aber irgendwie hat er doch gar keine Lust hier rumzustreiten. Und legt sich mal, ja, das ist das Platzverschwendung, vielleicht den darf er nicht legen. Was nehmen wir denn für den roten? Naja, legen wir mal hier ein. Der gelbe lässt sich mal nicht ärgern und legt hier einen ein. Dann ist der grüne wieder dran und sperrt jetzt hier mal ein bisschen den gelben aus. Der rote ist dran. Schmeißt sich mal hier dazwischen. Und so wird der Zug immer weiter eingeschränkt und es wird immer schwieriger, jetzt Orte zu finden, in die man noch legen darf. Und automatisch kommt man dann in die Sachen des anderen rein. Und der Rote hat es jetzt schon ein bisschen schwerer, zum Beispiel so einen Stein, dass der Rote noch loskriegt, muss er sich schon ein bisschen beeilen. Schauen wir mal, ob den hier irgendwie... Ja, den kriegt er schon wahrscheinlich nicht mehr los, das heißt, er muss schon irgendwas anderes nehmen. Hier hat er auch noch einen sehr langen Stein. Den würde er zum Beispiel gerne jetzt hier reinlegen, darf aber nicht, weil er hier blockiert ist. Somit muss er sich langsam wohl mit den kleineren Steinen abgeben. Man muss einfach ein waches Auge haben, ein bisschen gucken, ein bisschen probieren, was denn noch geht. Zum Beispiel hier könnt ihr noch einen einlegen. Dann der gelbe hat es auch schon nicht mehr so leicht. Ihr seht, das geht relativ schnell dann plötzlich zu Ende. Dass man alle Steine los wird, ist eine Sache, die ich nicht glauben kann. Man versucht sich einfach dann zwischen den anderen Spielern reinzuwursteln. Zum Beispiel könnten wir den hier gut einlegen. Dann könnten wir jetzt zwischen den beiden hindurch zum Beispiel hier noch weiterlegen mit einem großen. Das ist natürlich ein toller Zug. Und auch der Grüne überlegt sich natürlich, wo kann ich mich denn hier noch einmischen? Legt hier noch ein Dreier rein. Der Rote hat es wirklich langsam nicht mehr sehr einfach. Der nimmt jetzt hier diesen Dreierstein und versucht den mal hier reinzulegen. Und der Gelbe, wie gesagt, kann jetzt hier diese Lücke zwischen den beiden Steinen nutzen, um sich hier mit einem langen Stein noch ein bisschen Freiraum zu verschaffen. Und so geht es jetzt einfach weiter, bis irgendwann kein Zug mehr für den Spieler möglich ist. Dann spielen die anderen Spieler noch fertig und sollte sich keiner mehr bewegen können, ist das Spiel vorzeitig zu Ende. Und ich bin, wie gesagt, der Meinung, dass es meistens so sein wird, dass das Spiel vorzeitig zu Ende ist. Dass es wirklich die Spieler schaffen, alle ihre Steine loszuwerden, ist relativ unmöglich. Das war meine Vorstellung des Spiels Gemblo, einem ruhigen, aber sehr taktischen Legespiel für die ganze Familie. Ich hoffe, ihr habt soweit alles verstanden und dann wünsche ich euch auch schon wieder eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Euer Michael. Servus.